There are very three important things as I close. Es gibt drei wichtige Dinge, so wie ich es schließe. Facts. Also die Tatsachen. Truth. Die Wahrheit. And reality. Und die Wirklichkeit. The facts. Die Tatsachen. These are things that we observe from the natural plane. Die Tatsachen sind Dinge, die wir beobachten, und zwar aus dem Natürlichen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The truth. Die Wahrheit is what God says. Ist das, was Gott sagt. Reality. Wirklichkeit. Is what you experience. Ist genau das, was du erfährst. As a result of what you have chosen to believe. Als Folge dessen, was du ausgewählt hast zu glauben. What you have chosen to believe. Was du ausgewählt hast zu glauben, is your reality. Das ist deine Wirklichkeit. Facts. Tatsachen. There are things that we observe from natural perspective. Ja, Tatsachen sind Dinge, die wir beobachten, und zwar aus dem natürlichen Gesichtspunkt. So Caleb and Joshua. Also Caleb und Joshua brought the truth. Brachten die Wahrheit. Amen. Amen. And then the 10 spies. Und dann die anderen 10 Kundschafter. Brought facts. Sie brachten die Tatsachen. Now, you know, I want us to understand spiritual language. Also ich möchte, dass wir geistliche Sprache begreifen. Whenever you see stone in the Bible, wann auch immer du Steine in der Bibel siehst, is talking about facts. Er spricht, also dort wird über die Tatsachen gesprochen. Natural things. Ja, natürliche Dinge. So they took stone. Sie nahmen Steine. To stone them. Um wirklich Caleb und Joshua zu steinigen. What does that mean? Was heißt das? You know, when you preach spiritual things, wenn du and people begins to interlock what you have preached with birth, they are trying to show you the facts. Then look at me. Look at that Christian who died. Huh? He falls sick and he died, and you say we don't have any sickness. They begin to show you facts. These are the stones. Amen. Amen. They show you that look, this is what we see, man. You talk what we see. Jedes Mal, wenn geistliche Wahrheit kommt und die Menschen nehmen diese geistliche Wahrheit gefangen, und was tun sie? Sie fangen mit Wörtchen wie aber oder trotzdem und so eine Sachen zu verwenden, dann merken wir, aha, dass diese Menschen, sie haben die Tatsache genommen und das sind die Steine, die sie genommen haben. Zum Beispiel, dass einer sagt, ja gut, du sagst, ja, Christen haben ja, die sind gesund und alles, aber schau dir mal diesen Christen an, die sind krank und die sind gestorben. Willst du mir denn nun sagen, dass das nicht stimmt? Ja, also sag uns mal wirklich die Wahrheit. Also das sind die Steine. Amen. Amen. You know, Satan said to Jesus, turn this stone into bread. Denn in der Versuchung sagte Satan zu Jesus, verwandle diese Steine zu Brot. This natural thing. Ja, dieses natürliche Sache. Into bread. Verwandle das zu Because Brot. Because you need bread now. Denn jetzt bist du hungrig und du brauchst jetzt Brot. Halleluja. Amen. But Jesus knew that he was a bread. Of life. Doch Jesus wusste, dass er das Brot des Lebens ist. So he doesn't need to take natural things and mix it spiritual. Und deshalb braucht er nichts Natürliches zu nehmen, um das ins Geistliche zu verwandeln. Amen. Amen. Natural things are contrary to the things of the spirit. Denn natürliche Sachen sind entgegen, sind zuwider dem, was geistlich ist. They brought the woman with the adulterous woman to Jesus. They came with stone. They came with facts. We caught her in the act, man. These are facts, Jesus. What do you say? Ja, in Johannes 8, als man nun die Frau, die Ehebruch begangen hat, ertappt hat, man kam mit Steinen, also man kam mit den Tatsachen. Wir haben sie erwischt. Da frage ich mich, wie haben sie das getan? Über YouTube? Und der Punkt ist aber, sie kam mit Tatsachen zu Jesus und sagt, wir haben sie erwischt, Jesus. Was sagst du? Amen. Amen. Jesus said, let me tell you the truth. Doch Jesus sagt ihnen, lass mich euch die Wahrheit erklären. The truth is that if any of you have not committed any sin, then take the fact and let it be an evident of truth. Und dementsprechend meinte Jesus, wenn die Wahrheit ist folgende, wenn Aha. keiner von euch nie gesündigt hat, der soll er bitte den Stein der Tatsache nehmen, um sie zu steinigen. And all her clients started running away.
So, und dann all ihre, ich sag's mal in meinen Worten, all ihre Kunden fingen an, und zwar von dem Ältesten bis zum Jüngsten wegzugehen. How could they catch her in the act if they were not her client? So they knew the time, they knew the moment, so they frame her up and send one of them and say, go, because we will caught you guys in the act and you will be exempted because we're talking about the adulteress. Amen? Amen. So it was a frame. Ja, also man könnte ja, man kann ja schon sehen, dass es wirklich eine Falle war. Warum? Also wenn diese Leute nicht ihre Kunden wäre, woher wollen sie denn wissen, dass zu gewisser Uhrzeit, zu einer bestimmten Platz passiert genau das? Also sogar YouTube schafft es da nicht. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, ja, dass diese Leute muss schon irgendwo damit was zu tun haben. Und dann einer gesagt hat, du pass auf, dann gehst du und dann wir ziehen dich von da weg und dann wir reden nur von der ehebrecherischen Frau. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So the facts, also die Tatsachen, are the things that we see from the natural perspective. Sind die Dinge, die wir aus dem natürlichen Blickwinkel betrachten. The truth, die Wahrheit, is what God says. Ist das, was Gott sagt. The reality, die Wirklichkeit, is what you and I experience. Ist genau das, was du und ich erleben. As a result of what we have chosen to believe. Als Folge dessen, was wir uns entschieden haben, zu glauben. If we have chosen to believe natural things, wenn wir uns entschieden haben, natürliche Dinge zu glauben, our reality will be natural. Unsere Wirklichkeit wird natürlich. If we have chosen to believe spiritual things, wenn wir uns entschieden haben, geistliche Dinge zu glauben, so what is real to me, das, was mir wirklich ist, is what the word of God says. Ist genau das, was das Wort Gottes sagt. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen. Everyone creates his own reality. Jeder schafft seine eigene Realität. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so this has to do with the way we think. Und dieses Realität erschaffen hat mit der Art und Weise, wie wir denken, zu tun. So what happened in the time? Also was ist denn zu dieser Zeit geschehen? What happened in time, in the realm of time? Also was innerhalb der Zeit geschieht, will depend on what happened in your mind. Hängt davon ab, was in deinem Sinn geschehen ist. Amen. Amen. I am not sick. Ich bin nicht krank. This me. Das bin ich. I don't know your reality. Also ich weiß nicht, was deine Wirklichkeit ist. I am not poor. Ich bin nicht arm. This is me. Das bin ich. Amen. Amen. It's not defined by my natural facts. Also das wird nicht definiert durch meine natürlichen Tatsachen. Amen. Amen. If you go to Deutsche Bank and want to find my statue, you're losing yourself. Amen. Also ich sag's mal anders. Also wenn du zur Sparkasse gehst und du willst mich da erkunden, das kann sein, dass du dir die Zeit verschwendest. I am rich and rich and rich. You cannot imagine. Ja, also ich sag euch, ich sag's in meinen Worten, ich bin so reich, da kann Bill Gates mir das Wasser nicht reichen. Amen. Amen. As God is rich. Denn warum? Denn so reich wie Gott ist, so am I. So bin ich. Amen. Amen. Psalm 78, the verse 41, the Bible says that they turned back, they tempted God, and they limited the Holy One of Israel. Can you imagine that the children of Israel, after which they have seen the miracle, they have seen God parted the Red Sea, they have seen water coming out of a rock, they have seen fire coming from heaven protecting them, they have seen all type of miracle. The Bible says that they hardened their hearts and they limited the Holy One of Israel. The one who is unlimited can be limited by man. Amen. So he has chosen that he will not walk through you without passing through you. Amen. So your mind is a place that may liberate God from within you, amen, or held God captive from within you. Amen. So unless you decide to unlock God from your mind, amen, the way you think, if God thinks big, he wants you to think big. Amen. If God thinks that he has brought you into the promised land, amen, he wants you to think like that. Amen. So your mind is that which determines the measure of grace you will enjoy. Amen. If you determine today and say, as for me and my house, we have chosen
to serve the Lord. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord. Danke, Herr. Psalm 78, Vers 44 sagt uns, dass sie den Herrn versucht haben. Sie haben den Herrn versucht und sie haben den Herrn begrenzt. Und deshalb ist es wichtig, wie haben sie das getan? In ihrer Denkweise. Sie haben all die Wunder erlebt. Sie sind durch das Meer gelaufen, sie sind durch ein Wolken, also so ein Wolkensäule begleitet, sie sind so eine Feuersäule begleitet. Sie haben alles erlebt, sie haben Essen, sie haben alles bekommen, Wasser. Und trotzdem, also haben sie ihr Herz verhärtet, haben sich entschieden gegen Gott. Und das ist der Punkt. Was willst du erleben? Willst du Gott, der gefangen ist, in deinem Sinn erleben? Oder willst du Gott, der freizügig ist, der in der Lage ist, seine Kraft in deinem Leben zu demonstrieren, der in der Lage ist, durch dich wieder zu schaffen, so wie er geschaffen hat? Damit diesmal schafft er aber nicht alleine, sondern mit dir. Deshalb ist es wichtig, entscheide dich. Entscheide dich für denjenigen, der frei ist in dir und auch durch dich wirken kann. Amen. Amen. I want you to say to somebody, no more limits. Ich möchte, dass du jemandem bitte sagst, keine Begrenzungen. No more limits. Keine Begrenzungen mehr. No more limits. Keine Begrenzungen mehr. Keine Begrenzungen mehr. Halleluja. Amen. No more limits. Keine Begrenzungen mehr. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. You are not small. Du bist nicht klein. We are not small. Wir sind keine kleinen Menschen. No more limits. Amen. Keine Begrenzungen. Glory be to God. Ehre sei Gott. What is small? Was heißt klein? Let your small be defined by God. Also lass dein klein von Gott definiert werden. It becomes big. Dann wird es groß sein. Because God will define anything from this perspective. Denn Gott definiert alles von seinem Blickwinkel her. And so everything becomes und so wird alles vergrößert. Glory be to God.